gebe Ihnen mal meinen Ausweis. Igitt. Niemals fasse ich so ein Scheißding an. Sehen Sie mal hin. So. Das sind Sie. Wunderhübsch. Da steht drauf, Bundesrepublik Deutschland. Da oben hat aber das Land zu stehen. Der Staat. Deutschland, BRD ist kein Staat. So, dann steht da, Van Reven, Ihr Name. Christen. Gut, in Ordnung. Steht der so auch in Ihrer Geburtsurkunde? Ja. Nein. Nein? Da steht er richtig. Da steht nämlich ein großes V und dann steht ein kleines An. Ein großes R und dann ein kleines Regen. Das ist Ihr Name. Das ist nicht Ihr Name. Das geht weiter. Sind Sie ein freier Mensch? Ich denke nein. Nein. Nur Sklaven werden so beschrieben, denn früher die geraubten Neger aus Afrika oder wie auch immer, die kamen dann zum Verkauf auf den Markt, da standen da, große schwarze Tafel, Kreide. Und wie hieß der Mann? Sam. Oder Jim. In großen Druckbuchstaben. Sie sind Sklave. Das beweise ich Ihnen jetzt. Gucken Sie mal, was sehen Sie da? Genau, wo ich jetzt hinzeige. Was sehen Sie da? Müssen Sie mal im Licht so ein bisschen... Ein Punkt. Ein Punkt. Wie ich sieht er aus? Einen Punkt. Rosa. Und den haben Sie alle. Und das ist Ihre Sklavennummer. Ihre Sklavenüberwachungsnummer. Jeder Mensch weiß zurzeit mit der Überwachung, dass Sie alle hier sitzen. Beim Kanzler. Sie sind immer überwacht. Und diese ganzen... Beim Reichskanzler. Die genannten... Kripo-Angelegenheit, ach, die Person ist nicht da und nicht zu finden und so weiter. Es ist alles Schauspiel. Alles nur Schauspiel. Über den Ausweis, den Sie bei sich haben, sind Sie immer findbar. Sofort. In Sekunden haben die den Ausweis geortet. Es ist alles Lug und Trug. So, das ist aber alles bekannt. Sie müssen nur mal ins Internet gucken.